herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier, warum bin ich denn so schnell? Hab's eilig. Albert, wie geht's? Wie geht's? Oh, wie immer. Gut, wir müssen uns ein bisschen sputen hier mit dem Feld, ne? Das ist nicht schon wieder hier verrottet, ne? Jupp. Deswegen war der Drescher vor... Warte. Ja, fast. Da passt noch ein bisschen was rein, dass er es hier bei 76%, ne? Okay, ja, dann passt's ja. Wenn danach, wenn er abgetankt ist, dann müsste da alles schaffen. Gut, dann leg mal los. Ich mach das Stroh voll weg. Jo, alles klar. Verdammt. So, wir haben ein kleines Update an Fahrzeugen vorgenommen, beziehungsweise ein Downgrade. Wir haben die ganzen John Deere 6R, die getuned waren, beziehungsweise gemoddet waren, runtergenommen und durch die Standard R6 ersetzt. Was ist denn die Strohschwarte? Weil wir darauf hoffen, dass dadurch weniger Lags entstehen. Also wir vermuten, dass es eben mit den einzelnen Mods zusammenhängt. Haben auch noch ein paar andere Mods runtergenommen, die wir nicht unbedingt brauchen. Und schauen auch in den nächsten Folgen darauf, dass wir vielleicht nochmal den ein oder anderen Mod rausnehmen können. Um da Performance zu sparen. Albert? Ja. Letzte Woche war mal ein bisschen zu früh mit Ostern, ne? Das kann sein. Aber besser zu früh als zu spät. Jo, kam der Osterhase halt früher. Ah, Telefon. Volker Varuna, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Ah, hallo Neumann. Ich hab was festgestellt beim Harry und beim Franz Schneider. Was ist da los? Die haben Kredit. Kredit. Ja, wie nennt man das? Kredit. Ja, es ist Schwarzgeld gefunden, oder? Ja, wie? Genau, Schwarzgeld gefunden und so. Also. Okay. Hast du das schon zur Anzeige gebracht? Der Polizist steht genau vor mir gerade. Okay. Ja, dann geh mal mit dem durch. Und dann klär das mal auf, wo das Geld herkommt. Jo, dann... Strafe bzw. Gerichtsverhandlung müsste man dann halt irgendwann machen. Jo, ich klär das mal ab. Jo, bis deine... So, ich bin gleich auf. Ciao. Und für dich. Ist voll? Spring mal hier rein. Was? Kannst reinspringen, dann kann ich dich rüberfahren. Was? Einsteigen. Was? Groß schreiben und Y. Ich lauf rüber. Mehr Zeit hier. Geht es nicht? Doch, geh doch. Hier, warte mal, steig ein. Fahr weiter, fahr du weiter. Komm so mal mit E. Bist du? Aber, ja, jetzt bin ich irgendwo drin. Hä? Ja. Aber fahr die Schwarz weiter. Ja. Das halten die mal so, ne? So gelenkig. Ja, fahr du mal weiter, ich spring kurz raus. Voilà. Du bist voll. Glaube ich. Guck mal nach. Ist er voll? Ah ja. Kettensäge. Pack die weg. Unbedingt. Stroh. Oh, 42 für Stroh. Ich fahre das Stroh verkaufen. Der Fiat hier. Ich hasse es. Oh, gute alte Technik.
So, die eine Seite, wo er da noch stand, ne, da hat er ein bisschen zu tun gehabt. Da kam er nicht, überhaupt nicht vorwärts. Ne? Ja. Gewisse Ecken, wenn es nass ist, dann würde er dann auch nicht mehr. Er hat ja auch zu kämpfen mit dem Gewicht. Hätte ich ja hier schon mit dem Radgutanhänger. Haferanhänger her. So, bin ja ganz froh, dass der Viehhändler immer wieder Stroh braucht. Wo es dann alles so abgeht. Ne? Wie bitte? Ja, ich bin mal gespannt, was Ostern denn alles so abgeht. Ne? Bei den einen oder anderen. Ich hoffe, dass wir unsere Arbeit geschafft haben bis dahin. Ne? Ja, wir haben noch 1,5 Wochen fürs Feld. Ist doch gleich fertig. Ne? Ja, wir müssen in der Woche auch ansäen und nochmal ernten, dass es sich lohnt. Der erste Hänger ist schon mal voll. Hafer war das, ne? Ja, Hafer, ja. Kann man nicht mal verkaufen fahren, wenn sich der Preis lohnt. Was kostet ein Hafer? Was bringt ein Hafer gerade? Gut, über 1000. 1034. Okay. Okay, dann hänge ich kurz um und dann fahre ich weg. So, weil mit dem Fendt brauche ich mich da gar nicht erst auf den Weg machen. Dass wir bald einen neueren kriegen, ne? Ach, du meinst hier mit dem Fiat, ne? Mit dem Fiat habe ich keinen, genau. Hey, da brauchst du ja 3 Tage, da bist du oben, ne? Ups, Alter. Dürfte diesmal alles reingehen. Ich glaube, 40.000 hat man für die Pacht gezahlt, oder? Betonfabrik, hast du auch schon mal nachgeguckt, ob da was rein wird wieder? Oh, nee, überhaupt nicht. Wir müssen gucken, dass die Produktion läuft. Ja, das Feld erstmal läuft. Goldgrube. Ja, das wär, der Fiat ist ja so nicht schlecht, ne? Aber wenn wir das Geld hätten, dann hätten wir 2 so eine Traktoren gebraucht, ne? Hier von dir, ne? Oder so, ne? Oder ja, schauen wir dann mal. Ja, mit dem Fiat kannst du zwar gut fliegen, ne? Aber bloß bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ne? Ja, oder wir gucken, ob wir uns dann 7R noch holen oder sowas. Oder den 6M, Johnny. Der hat halt keinen 3-Punkt von. Hast du eigentlich alle Führerscheine? Jo.
Drehdrescher fahren, Schwertransport, ich kann alles Mögliche fahren. Okay. Muss nämlich mal gucken, dass die Fahrschule auch wieder ein bisschen Kundschaft kriegt. Oder wir machen die zu. Wenn sie das nicht so unbedingt, ne? Das kann ja eigentlich die Polizei machen, ne? Wenn die Kontrolle machen, ne? Ich glaube, die haben noch nie Führerscheine kontrolliert. Gucken immer nur drauf und denken, ah ja, passt. Dass man auffrischt so ein bisschen, ne? Dass es nicht unbedingt heißt, wenn man das jetzt besteht, weil er schon welche hat, kann man ja nachprüfen, ob die echt oder nicht, ne? Dafür sind sie ja da. Ja, Auffrischung wäre sowieso mal sinnvoll bei manchen, glaube ich. Hey, mit dem Drehschirm möchte ich auch nicht unbedingt so eine Prüfung machen, ne? Da würde ich 100%ig durchfallen. Geht alles. Oh, hier in der Stadt ist ein bisschen ruckelig. Wenn wir das Feld ansehen, dann brauchen wir aber den anderen Traktor, ne? Den grünen, ne? Kannst ja nicht mit dem Fiat machen. Jo, ich wollte gerade in die Kirche einparken. Ja, warum nicht? Gibt's eine Ladung, rot, genau vom Kreuz ab. Da freut er sich. Durch ihn frisch gut machen. So, gleich mal verkaufen hier. Irgendein, ach hier, war das an der Neumann, ne? Die 20.000 Eier, ne? Oh ja. Stimmt, da müssen wir auch noch einiges. Müssen wir heute zurückzahlen. Wenn genug reinkommen, dann machen wir das gleich. Ja, müsste einiges reinkommen. 40.000 vielleicht knapp. Okay, 32, besser wie nichts. Kommt da noch ein bisschen dazu und dann geht das. 1,5 Meter schon. Ja, 1 Meter schon voll. Volker Varuna, hallo. Hallo, Sunny hier. Hi. Hast du gerade irgendwas zu tun für mich? Und ist der langweilig? Ja, dadurch, dass das Unkraut auf meinem Feld jetzt weg ist durch das Map-Update, habe ich gerade nichts zu tun. Hast du einen Traktor mit 300 PS? Traktor habe ich, Moment, ich muss gucken. Der hat 435, warum? Jo, das passt. Wir müssten auf der 120, die haben wir gepachtet. Da müssten wir ansehen. Also wenn du Zeit hast, wenn du mit deinem Traktor fahren kannst, wäre super. Dann bin ich unterwegs. Jo, danke. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Albert? Jo? Der Sunny König kommt gleich, der hilft uns beim Ansehen. Oh, gut. Ja, schnell mit durch. Jo, wir müssen ja Stroh noch abfahren. Ich bin ja auch gleich fertig. Da stehe ich mich weiterhin, ne? Und dann versuche ich mal mit dem Fiat so lange Stroh zu bergen, ne? Ja, ich bin gleich da. Könntest aber auch den Drescher dann erst wieder zum Neumann hochbringen. So. Uff. Einiges zu tun hier. Ich hab's Gefühl, es läuft besser ohne den anderen John Deere. Ich fahre relativ konstante 51, 52, 53. Ja, man muss ja immer gucken, wie das Geld da ist. Ne? Geld nicht gerne. Jo. Ich rufe mal gerade nochmal den Neumann an.
Leider, ist spät. Ja, ich hätte... was? Neumann. Hallo, hier ist der Neumann. Ja, Neumann, können Sie gerade sprechen? Ja, ich kann kurz auf die Seite gehen. Jo, nehmen Sie mich mit. So, was gibt's? Du, wir hatten ja, die 20.000 von dir geliehen. Ja. Die würde ich dir gleich zurücküberweisen. Perfekt. Kann dir die schon zurückzahlen. Perfekt. Gut. Da war fast ein Blitzer, dann hätte ich es nicht mehr zahlen können. Gut, bis dann mal. Tschüss. Ciao. So. Und gleich mal das Geld überweisen an den Neumann. Da würde sich freuen. Ach mal, Volker. Würde uns das viel Geld kosten, wenn wir uns so ein Ding auf Kredit holen bei den Händlern, ob er da mitmacht? Und dass wir einen Traktor haben mit mindestens 300 PS? Moment. Muss gerade überlegen. Das Geld kurz überweisen, warte. So. Was meinst du jetzt? Noch einen zweiten Traktor? Ja, der Minimum 300 PS hast, ne, weil die Sämaschine, die braucht er mit, glaube ich, 270, ne? Mhm. Dass wir davon Zweier haben, weiß nicht, was du dazu sagst. Oh, da ist Sunny. Das können wir nachher mal besprechen. Okay. Hallo, Sunny. Hallo. Hallo. Ich mach mal kurz eine Festpause, bin gleich wieder da. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.